Neue Woche, neuer Weekly Blog. Ja, und natürlich musste die Woche auch kongenial starten. Zum Glück übe ich mich ja des Stoizismus, ja, dass ich mich nicht so aufrege, dass ich mich nicht so neu steigere, dass ich nicht durch die Decke baller. Ne? Aber seit August warten wir auf eine Bestellung. Hat was mit dem Weihnachtsgeschäft zu tun. Ja, also für Weihnachten, Endkunden, wie ist das? Jetzt wurde das von dem Versandhaus quasi, also der das halt eben alles managt, dieses Haus, sage ich mal, jetzt so dargelegt, aber wir hätten das ja persönlich vor Ort abholen sollen, wie ist das? Was so nie ausgemacht war, wir haben auch Versand und Porto, also Versandkosten, Verpackung bezahlt und jetzt frecherweise durften wir das nochmal. Also ich bin ja hier der klassische Wutbürger, geregelt ist es, hat er halt doppelt Versandkosten bezahlt, aber ich mache mal dafür, ich ziehe meine Schlüsse, ja, dass dort halt eben nicht mehr bestellt wird. Also so viel dazu, euch allen eine schöne, tolle Woche, ich bin jetzt zum Einkaufen, Jesse ist schon in der Casa mit der Jenny am Backen, aber heute Mittag geht es weiter auch mit dem Food, deswegen gehe ich jetzt einkaufen. Dass wir hier auch kalorienbewusst essen und hier sowas halt eben weggeht, so ein genau. Also, bis dahin, tschüssi. So, ich filme jetzt hier nochmal ein bisschen was für die Weekly mit. Also, es ist allerhand, was hier schon gebacken wurde. Hier wurde nochmal eine zweite Lage ohne Nutella gebacken, quasi. Da drüben sehen wir die Zimtsterne und ganz da hinten, da werden gerade, wird gerade kalter Hund gemacht, ja. Genau. Ja, manchmal bin ich auch ziemlich doll. Hier würde ich die ganze Zeit ein Voice-Over aufnehmen. Habe nicht gemerkt, dass der Roadcaster gar nicht an ist. So, jetzt kann der erstmal booten. Bitte schön. Und dann machen wir hier gleich mal. Also, weißt du, da bist du hier dreimal schon am Reinsprechen. Du bist schon am Verzweifeln, warum du das auf die Reihe kriegst. Und dann siehst du einfach, das Gerät ist nicht eingestellt. Erlaub. Ciao. So, guten Morning in the Morning. Morning-Runde hier mit Harrison. Und ich habe gleich einen Arzttermin zur Blutentnahme. Eine Blutprobe angefertigt. Im Laufe der Woche bekomme ich auch noch mein Ü35 Plus Check-up. Weil der Doktor gesagt hat, ich bin jetzt im Alter. Da muss man mal gucken. Ja, die letzten zwei Wochen ging das nicht ganz so gut. Hat auch einen ganz komischen Ruhepuls. Und das gehen wir jetzt mal durchchecken. Ja, schau mal. Ist ja auch gut und recht, dass wir mit dem 10.9 angefangen haben, auch fast fertig sind. Da aber darauf aufbauen und auch weitermachen, weil machen wir uns nichts vor. Die Pausbäckchen kommen von nicht von ungefähr. Ne? Und ich denke, das hat einen ziemlich großen Zusammenhang. Was heißt, ich denke, ich weiß, dass das zusammenhängt. Ja. Deswegen gucke ich auch, dass ich hier jeden Meter laufen kann mit dem Clay. Deswegen auch den Ergometer zu Hause aufgestellt. Genau. Also. Jetzt gleich einen Termin, Blutentnahme und dann gucken wir mal, was das Blut die Woche spricht. Und ja, let's go. Harrison, geh mal in die Schule. Geh mal auf den Platz. Fuß, dann lernen wir wieder ein paar Kommandos. Oder, Harrison? Geh mal, komm schon mit. So, jetzt auf dem Weg zum Hundeplatz. Ja, so bei dem Lowlight wird wahrscheinlich gar nichts laufen. Ja, vielleicht sieht man über die Flutlichtanlage genügend. So, Training absolviert. Heute war er nicht so gut drauf. Heute war er Flausen im Kopf, ein Corgi, wie ein Corgi oftmals halt eben ist. Aber ich sag mal so. So schlimm war es auch nicht, aber ein bisschen unkonzentriert. Ja, ich finde, jedes Training ist wichtig und vor allem jedes Training ist auch gut. Ja, also so viel dazu. Bis dahin. Ciao. Ja, eben just hier reingeschneit auf der Liane. Das Schwarzbuch der Verschwendung. Werden bestimmt einige Sachen dabei sein, ein paar Auszüge. Für einen Podcast, wenn wir im Podcast sind, ein Podcast-Thema. Ich bin echt mal gespannt, was da so alles aufgedeckt ist, wurde, aufgedeckt wird oder wie auch immer. Ja, so Kinas, heute einen Termin gehabt, der es in sich hatte.
Und zwar war ich beim Zahnarzt, beim passt auf eure Beißer schon auf, ist mein Tipp, aller Vater. Und zwar habe ich eine Drohne bekommen. Ich hatte eine Wurzelbehandlung erst. Und dann halt auf die Wurzelbehandlung kommt jetzt die Krone drauf. Die haben mich komplett auseinandergenommen, ey. Ich weiß nicht, das pocht die ganze Zeit. Und irgendwie, ich verstehe nicht. Ich musste ein paar Formen machen lassen. Oben, unten, dies, das. Und dann die Passform halt, weil da jetzt ein Provisorium reingemacht hat. Ein Provisorium. Aber da ist voll der Widerstand. Also der hat es ein paar Mal nachgeschliffen, dieses Provisorium, damit es irgendwie auf dem Kiefer aufliegt. Oben Zahnreihe, unten die Zahnreihe. Aber das Ding ist ja, ich weiß nicht, was für eine Zahnposition ich hatte, aber das fühlt sich so unnatürlich gerade an. Ja, also passt auf eure Beißerchen auf. Und ich war noch beim Friseur. Alim war endlich wieder da, oder ich war da, wenn der Alim da ist, sozusagen. Ja, ist ganz gut geworden. Ansonsten rein ins Wochenende. War viel los die Woche. Wir haben eigentlich kaum das geschafft, was wir eigentlich wollten, weil wir so viele Termine noch hatten. Aber vielleicht bekommen wir jetzt am Wochenende was gefixt. Morgen ist erstmal ein Spieletag, Spieleabend angesagt mit der Family. Da haben wir jetzt auch schon ein bisschen drauf gewartet. Ansonsten, ja, ciao. Vorhin noch im Video, jetzt ist es schon draußen. Die Krone. Kauft man das? Ja, Anke. Und just heute noch reingeschneit. Mit langer Warte, was heißt Wartedauer, Wartefristmäßig, der Sally Adventskalender. Das ist ein richtiger Wäsche. Guck mal, wie groß der ist. Wow. Aber weißt du, was hier so drin ist? Alles Originalgröße. Aber kann man das hier auch machen? Ja, doppelter Warenwert. Aha. Okay. Cooles Ding. Wahrscheinlich hier wieder alles durchnummeriert und hier innerhalb von den Kisten wahrscheinlich nochmal. Ja gut, ich mache da jetzt nicht weiter, aber richtig nices Ding. Wir gehen jetzt auf den Geburtstag. Der Vito, der gute Papa Vito hat eingeladen und da nehmen wir euch kurz mit. Ich filme alles nicht ganz klar. Es ist eine private Veranstaltung, vielleicht Buffet oder sowas, je nachdem, was da aufgebaut ist. Und ja, let's go. Wir freuen uns drauf. Ciao. Gefeiert wird im Weingut Grün hier in Sausenheim, Ortsteil von Grünstadt. Alles gut soweit. Da muss ich auch schon was machen jetzt. Das ist das Riso, war das irgendwas? Erstmal ein bisschen spucken, war ich. Was ich mache, mit dem Johannes gehen, ich mach. Du bist auch große Aufgabe. Danke, dass ihr mir hört. Ja, die Süße kriegt der Teig erstmal. Ah. Jetzt einen Löffel. Warte mal. Du hast immer wahrscheinlich noch eher in die Kühlung gedrückt. Ja. Dann kommst du auf die Idee. Und was schauen wir bei dem Italiener? Heiß. Dann nehmt ihr an. Meine Schätzchen ist schöner. Eine, dann, wer macht Zeit? Lena macht Zeit? Nee, wer macht Zeit? Sven macht Zeit. Die Lena kontrolliert und das Sven macht die Zeit. Ja. Kontrollier gut, Lena. Also das Wort ist, wenn ich... So, völlig verpeilt, dass heute die Zeit umgestellt wird, also die Uhrumstellung. Jetzt erst mit dem Harrison unterwegs. Essen muss gekocht werden für den Opa. Familientag am Nachmittag. Also ein ganz üblicher Sonntag.
Ansonsten bleibt mir gesund, bleibt stabil. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen, wie immer. Und dann sehen wir und hören wir uns die nächste Woche wieder.